Parthenius wie der Bruder. Es ist einer dieser Geschichten, die nur der Rennsport schreibt. 4 Jahre nach Pastorius hat am Sonntag auch sein kleiner Bruder Parthenius das Krefelder Herzog von Ratibor-Rennen gewonnen. In einem wahren Thriller setzte sich der Hofer-Schützling gegen El Loco durch. Damit stieg Parthenius gleichzeitig zum Favoriten für das deutsche Derby 2016 auf. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Im Herbst einfach top. Man wusste es und dennoch zahlt der Sieg von Wiff Monsieur im Niederrhein-Pokal satte 82:10. Der Herbst ist einfach seine Jahreszeit, aber so überlegen wie am Sonntag. Sonntag hatte der Doyensohn noch kein Rennen zuvor gewonnen. Titel aus dem Vorjahr wiederholt, nun geht's in die verdiente Winterruhe. Andras Starke in Japan erfolgreich. Andras Starke brauchte nicht lange, um sich in Japan zu akklimatisieren. 4 Renntage hat der deutsche Jockey nun im Land der aufgehenden Sonne absolviert und konnte dabei 3 Rennen gewinnen. Am Sonntag gelang ihm in Kyoto der Erfolg mit Madidi. Ende des Monats steht dann das große Highlight für den Asterblüte-Reiter an. Im Japan-Cup wird er Stall Nizzas Gruppe-1-Siegerin Nightflower reiten.